Was sage ich? Konzertmeisterin. Zufrieden mit dem Konzert? Ja, auf jeden Fall. Also es gab so kleinere Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, aber gab's nicht. Alles in allem sehr zufrieden. Gab's nicht. Kleinere Sachen. Jetzt ist das, glaube ich, das erste größere Konzert nach Corona. Genau. Und das heißt, so ein Klangkörper muss sich auch immer so ein bisschen aneinander wieder gewöhnen. Ist ja, das stimmt. Ja, wir hatten zum Glück dann schon sehr viele Möglichkeiten wieder danach, hier in der Kulturhalle zu proben. Und auch die Registerproben sind langsam wieder möglich geworden. Und durch die Freizeit hat sich das, glaube ich, alles sehr gut gemischt. Ja, jetzt ist das ja ein Schulorchester und kein Berufsorchester. Das heißt, da gibt es immer mal eine wechselnde Besetzung. Macht's Leben für eine Konzertmeisterin auch nicht einfacher, ne? Nee, das stimmt. Aber ich habe es ja auch so, meine Vorgänger habe ich ja sehen dürfen und das klappt schon immer. Ja, ich hatte vorhin mal so unten gesagt in der Pause, ohne Pump und Circumstances geht es in der Edertalschule nicht, ne? Das haben sie ja schon quasi mit der 5. Klasse eingesogen. Ja, ich freue mich auch schon, dass dann, wenn ich zum Abitur ausziehe, das dann wieder zu hören. Sie machen dieses Jahr Abitur? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, das heißt, Sie bleiben Herrn Fischer und auch den Kolleginnen und so noch ein Jahr erhalten. Ja. Was ja nicht ganz unwichtig ist, ne? Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Es gibt wieder Konzerte, wo wir uns sehen. Ja. Frau Seibel, vielen Dank. Ja, ich danke. Dame zuerst, natürlich. Johanna Tripp, keine Unbekannte hier im Kreis, seit vielen Jahren. Viele Chöre, man hat immer das Vergnügen, sie von hinten zu sehen, wenn sie die Chöre leiten. Jetzt hier das Jugendorchester. Das war schon ein bisschen was Anspruchsvolleres. Das war also nicht Klimpern zweite Klasse, ne? Überhaupt nicht. Wir haben sehr motivierte Schülerinnen und Schüler und die machen das ganz toll. Es macht unglaublich viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Jetzt ist das auch für diese gerade, wir haben ja eben Frau Seibel gehört, nach langer Zeit wieder ein Konzert, gerade für die noch Jüngeren, die noch weniger Konzerterfahrung haben, natürlich auch eine aufregende Geschichte, ne? Ich glaube, dass ein paar sehr nervös waren, aber ich finde auch gerade dafür haben sie es ganz toll gemacht. Manchmal ist das ja auch so, dass Nervosität auch förderlich ist, dass man sich dann nochmal besser konzentriert, besser auf den Punkt ist. Das haben sie, glaube ich, heute Abend deutlich gezeigt, dass das auch trotz der Nervosität gut funktioniert. Ich habe ja hier oben so einige gefragt, na und, hast du Lampenfieber? Ich dachte, cool. Ja, ein paar machen das ja auch schon ein bisschen länger. Ja, ja, aber trotzdem, wie es dann hier heißt, ab auf die Bühne, da wurden sie dann doch etwas unruhiger und leiser. Also, und für einen Künstler ist ja Lampenfieber was Gesundes, ne? Ja. Ja. Frau Seibel nickt auch. Das ist also, fordert auch die Leistung. Frage, wie war die Dirigentin mit ihrer Leistung zufrieden? Ich glaube, man findet hinterher immer was, wo man denkt, hätte besser laufen können. Mhm. Aber alles in allem hat es, glaube ich, gut funktioniert. Und mit der Leistung des Orchesters? Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Ja, nehmen wir Martin. Martin, wir kennen uns seit ein paar Jahren. Also wir bleiben mal ein bisschen rüber beim vertraulichen Du. Gerne. Gute Vorbereitung. Ich bin ja in den Genuss der vielen Papiere gekommen, bis auf die Konzertmeisterin. Die war natürlich auf dem Papier nicht erwähnt. Das muss ich jetzt erstmal bemängeln. Oh. Nee? Aber sehr gute Vorbereitung und ein sehr buntes Programm, wenn man das in der Klassik so sagen kann. Ja, es ist ja kein rein klassisches Programm. Wir versuchen ja auch ein breites Spektrum abzudecken über Filmmusik, über klassische Solokonzerte, Rock, Popmusik, alles dabei. Und wie lange waren die Proben für dieses Wochenende? Ist ja am Sonntag nochmal ein Konzert. Ja, also wir haben ja in diesem Jahr schon im Januar ein Neujahrskonzert gespielt bei den Kiwanis. Und das Programm für heute war eigentlich fast ausschließlich ein neues Programm. Also es waren zwei Titel dabei, die wir damals auch schon gespielt hatten, aber der Rest ist komplett im Januar neu dazugekommen. Das war jetzt ziemlich sportlich. Wir hatten noch eine Probenfreizeit dazwischen in Hartenrod, Bad Endbach. Ja. Da fahren wir jedes Jahr eine Woche hin und da proben wir dann wirklich von früh bis spät, auch mit Profimusikern, mit Musikschullehrern zusammen. Das ist unsere Vorbereitung.
Bar war, aber trotzdem etwas sportliches Programm. Ja, muss ich Konzertmeisterin fragen, war sportlich? Aber machbar. Ja, das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil. Ich habe ja eben Frau Tripp gefragt, wie warst du mit deiner Leistung zufrieden? Also okay. ich glaube, ein Dirigent ist nie mit seiner Leistung 100% zufrieden. Ich bin heute mit der Leistung des Orchesters sehr zufrieden. Mit mir ein bisschen weniger. Aber damit muss ich leben. Gut, die Zuhörer merken das eigentlich gar nicht. Das Wichtige ist ja, dass man zusammen mit der Konzertmeisterin aus diesem Klangkörper dann ein einzigen Instrument quasi formt. Ja? Und das hat hier anscheinend, also auch für mich, ganz gut geklappt. Also ich habe das Gefühl, das ist ganz gut gelungen. Bei GoldenEye habe ich euch auch das GoldenEye ins Video geholt. Goldfinger, meinst du? Ja, Goldfinger, nee, waren wir mal so angespielt, GoldenEye, meine ich. Also das Bond-Motiv ist ja immer ähnlich, wahrscheinlich hast du das dann... Ja, aber diese Lampen, Ringe, waren, als die Beleuchtung aus war, war nur der... Ja, nicht schlecht. Ja, musste ich dann ein paar Mal hin und her suchen. Können wir uns auf das Video freuen. Ein paar Wackler habe ich drin, weil die Kids hier dauernd vor das Stativ getreten sind. Oh je. Naja gut, das passiert. die denken da nicht dran, das ist auch keine böse Absicht. Die wollen raus oder wollen das machen. Aber ansonsten, die Solisten waren natürlich doch vorzeigbar, hätte ich bald gesagt, die waren überragend. Ja. Ne? Also wir haben das Posaunensolo, der Johannes Vesper ist auch Bundespreisträger für Jugend musiziert. Ja. Der ist schon Jungstudent, studiert in Weimar bei Professor Sprenger. War jetzt heute Abend auch der einzige Solist, der jetzt uns dieses Schuljahr noch nicht verlässt. Die anderen waren alles Abiturienten, die jetzt wirklich auch zum letzten Mal dabei sind. Ja, also schon lange Vorbereitungszeit. Die spielen alle schon auch viele Jahre. Zusammen mit Frau Seibel, Frau Zitlak, die war ja auch bei der Schlüsselübergabe Philipp Soldner Forum dabei und heute auch wieder beeindruckende Soli abgeliefert. Ne? Ja, können wir uns sehr glücklich schätzen, dass wir solche Schülerinnen und Schüler hier haben. Müssen wir ja nun mal so sagen. Ja, morgen, toi toi toi, wie man so schön sagt. Dankeschön. Und wann geht's weiter? Unser nächster Termin als Orchester ist der 21. Juli. Vorher seid ihr noch in Arolsen? Das Open Air. Und nächste Woche am 25. März spielt die Big Band in Bad Arolsen. Da habe ich dann auch die Ehre, mitspielen zu dürfen. Okay. Genau, das ist also am 25. Also nicht vorne, sondern... In der Big Band drin, am Euphonium. Ja, okay. Ja. Kriegst du hin? Ich hoffe. Nein, wir kennen die uns Noten ja habe ich noch nicht gesehen, vielen, aber ich denke... Aus Konzerten auch vom Hinterland Jazz Orchestra, also... Genau. Du kriegst das hin. Ja, meine beiden Damen, meine Herren, bedanke mich einfach. War ein schönes Konzert. Mir tut der Rücken weh. Aber das ist nun mal auch das Schicksal. Und wir freuen uns einfach aufs nächste Konzert. Ja. Und wir freuen uns aufs Video. Vielen Dank.